Ihre Hände in Handschellen, ihr Blick diesmal direkt in die Kameras. Brittany Griner bei ihrer zweiten Anhörung, jetzt hat sie sich schuldig bekannt. Sie hat zugegeben, dass es ihr gehörte, das Cannabisöl, sagte aber auch, dass sie es unabsichtlich mit nach Russland gebracht hat, weil sie es eilig hatte beim Packen. Der amerikanische Basketballstar, festgenommen an einem Moskauer Flughafen, genau eine Woche bevor Russland in die Ukraine einmarschierte. Die Anklage: Schmuggel und Transport von Cannabis, nachdem die Behörden Vape-Kartuschen gefunden hatten, die scheinbar Haschischöl enthielten. Wird sie verurteilt, drohen der Basketballerin 10 Jahre Haft. Der Appell für ihre Freilassung in den letzten Wochen immer lauter geworden. Nur wenige Stunden vor ihrem Schuldeingeständnis erklärt ihre Ehefrau Sherelle: Ich bin frustriert darüber, dass meine Frau schon seit mehr als 140 Tagen nicht mit mir sprechen konnte. Wir müssen sicherstellen, dass diese Regierung weiß, dass sie unsere Unterstützung hat, um alles Notwendige zu tun und dass wir nicht ruhen werden, bis sie sicher zu Hause ist. In einem handgeschriebenen Brief bat Brittany Griner den US-Präsidenten nun persönlich um Hilfe, schrieb, sie habe Angst, für immer in Russland bleiben zu müssen. Joe Biden antwortete jetzt und telefonierte mit ihrer Ehefrau. Die Biden-Regierung sagt, die 31-jährige Texanerin ist zu Unrecht inhaftiert, will ihre Freilassung erreichen, während das Verhältnis zwischen Moskau und Washington auf einem Tiefpunkt angelangt ist. Die Griner-Familie hofft jetzt möglicherweise auf einen Gefangenenaustausch. Aber erstmal muss Brittany Griner zu ihrer dritten Anhörung erscheinen, am 14. Juli.